Herzlich willkommen zur Hackerfolge gerade auf dem Marsch. Wir werden unsere jetzt Phase zum da einfahren, wo unser Holz liegt. Oder lag. Wir werden mal ein paar Stunden entfernen. Zuerst werden wir unsere Hackerfolge mal entsorgen. So nicht da rein, sondern in unser Silo. Also nochmal entsprechend umstellen nach hinten. Ja, was im Winter her entsprechend verkaufen. Beziehungsweise die werden es noch verarbeiten. Da wir die nötige Fabrik haben nachher, aber das dauert noch ein bisschen. So, jetzt fahren wir den mal gleich hin zum unser Holzfällerplatz am Sägewerk, unser Bau. Fahren wir selber. Gut, Licht wird nicht besser. Wir haben ja noch dunkel, wir müssen auf 30 hochgehen. 4:38 Uhr. Gleich schauen, ob unsere paar Paletten sind schon parat, die wir verkaufen können. Mal schauen, heute oder später, wenn das alle ist. Ja, ist dunkel, ne? Also ich spiele nicht gerne im Dunkeln, darum noch 30, damit zügig ins Hell da reinkommen. So, fast da. Also LKW für Holz müsste auch schon hier sein. Eigentlich. Da bin ich mehr fahren. Das muss ein BGH sein. Ah ja, okay. Jetzt weiß ich, wo das ist. Nehmen wir doch an, ne? Wenn es hell wird, dann sehen wir es garantiert. Ja, an der BGH vorbeigefahren. Normalerweise irgendwie. Irgendwo sind wir verkehrt. Ja. In die andere Richtung. Ich glaube, hier können wir auch lang fahren. Ja, dunkel ist gut, dunkel, aber Orientierung ist nicht gut. Gleich hell. Alles wird gut. Das muss unser Kartoffelacker sein. Ah ja. Gut, dann können wir gleich mal schauen. Stichwort Frucht. Ja, Regen so spät und wenig Regen. Was macht unsere Aussage? Also, wieso ist es zu kalt mit 10 Grad aktuell? So, Sauberkeit, da müssen wir sofort reagieren. So, jetzt können wir wieder normal gehen. Dann müssen wir uns ja auf 1. Wir kümmern uns um die Schweine. Da bei den Kühen
zweiten Stall. Schweine, so. Als erstes geben wir alle immer Wasser geben. Das machen wir zuerst, Wasser. Irgendwo ist hier Mist. Ich glaube draußen. Ah, hier. Putzen. Ich bin die Kühe auch mal fix Wasser. Jo. Durst ist schon mal wieder Heimweh, sag mal so, ne? Hier war der Hänger gewesen für das Futter. Mischfutter, ja. Das war eigentlich mal anders geplant gewesen. Ein Hänger für Schweine, ein Hänger für Kühe. Damit bin ich hier, und die haben uns Geld gebracht hier, die Gebäude hier mit Strom. Kartoffel. Wir haben eine P2 Puma. Mal die Kühe versorgen. Und die brauchen nämlich dringend Futter. Die Kühe und Schweine auch. Das heißt, hoffen wir mal dafür den einen Ding leer kriegen. Und auch müssen wir den Rest einkippen. Und dann nicht Futter. Unser Silo. Und unser Silo müsste aber auch normalerweise Schweinefutter drin sein. Das heißt, Frustration haben wir noch ein bisschen drin, also müssen wir sehen, ob wir das entsprechend jetzt hier reingeschickt bekommen. Alles. Und dann können wir unser Schweinefutter holen aus dem Lager. Leer. Dann ist gut. Fahren wir zum Lager, wo wir das Futter. Hier könnte man es nur kaufen, wenn wir nichts mehr haben, aber ich denke mal, wir haben noch was da. Wir haben keinen Stau. Könnte aber auch sein, dass das leer ist. Könnte. Dass ich ja die Maul setzen musste, weil ich ja den Mod getauscht habe. Beziehungsweise die andere Ausführung in extra Regalan. Könnte. Weiß ich nicht genau. So, 13 ist klar leer. Mein Getreide kann man hier gut einlagern, aber bitte keine Beeren. Karotten auch nicht. Schweinefutter. Das wäre dann ein bisschen unrealistisch, wenn man mit Beeren wäre nicht so prickelnd für die Beeren. Also die würden sofort verfaulen. Ich muss mal schauen. Ich kippe mir Feuerrad ab. Ah, da fahren wir eine Ehrenrunde. Wie die Schütter quälen, ne? Wir müssen die reinigen, das heißt. Nicht paradox, aber hier ist Dreck.
Ja. Also befürchtet, dass das nicht viel reingeht, aber gut. Ist auch sehr kalorienreiches, oder? So, das heißt, wir müssen mal schauen. Wir brauchen ein Fahrzeug zum Reinigen, ist gar nichts. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Geld. Wenn so ein Fahrzeug wollen wir eh kaufen, brauchen wir sowieso. Jeden Tag die Meldung kommt, wir müssen reinigen. Ist ein bisschen lästig. Dann kann man den kleinen Kram dafür kaufen. Und zwar den kleinen Frontlader, das reicht ja aus. Oh, wir haben Glas. Können wir den mal nehmen, ne? Standard. Auch da reicht aus, Standard. Preis, kaufmäßig. Schnäppchen. Dann brauchen wir noch für den Radlader entsprechend Kompaktlader, Radlader. Das ist, glaube ich, zu groß. Das ist verkehrt. Frontlader. Das für den großen. Das müsste die sein normalerweise. Sieht ein bisschen größer, aber mit dem Holz. Für den Putzen reicht er aus. Shop. So. Bin ja gespannt, ob der dafür ausgelegt ist. Vielleicht auch nicht gesehen, ja. Machen wir weg. Ja. Licht anmachen. Ja, da kommt keine Anzeige. Ankuppeln. Ja, das normalerweise passen müssen, ne? Typisch. Frontlader. Das könnte sein, aber. Nehmen wir ein bisschen Glasfarbe an, ne? Das ist nur für mich, dass ich erkenne, ob ich was verkaufen kann. Gut, das geht. Passt. Können wir gleich die Schweine putzen. Mann. Aber da reicht dafür aus, ne? Also ein bisschen, Blink machen hier. Warmblink. Ein bisschen mal Rechner belasten. Ich wollte mal schauen, wegen der Keimung, der Dosen, ob der Mais gekommen ist. Also Wachstum scheint keiner gekommen sein. Gras aktiviert, ja. Gut, ist noch kein Wachstum gekommen bei Gras. Das ist gepflanzt. 13 ist auch gepflanzt. Okay. Nicht gewachsen. Wir können auf 5 gehen. Das haben wir heute nicht. Da können wir dann mal schauen, ob die Schweine ein bisschen mehr oder Kühe
trächtig geworden sind. Ein 0 Grad haben wir jetzt, der Wahnsinn. Mitte Frühling. Das ist ja ungefähr Mai, naja, das kann schon sein, das kann vorkommen. Aber das ist meist am Boden schon ein bisschen wärmer. Meistens. Der wirkt klein, ne? Gut. Aber dafür reicht er, ne? Also mal einen Stall zu putzen hier oder hier vorne ein bisschen noch wegzuräumen. Nicht, dass ich vorhin erkrankt werden hier, nur weil er vor der Haus rumliegt. So. Nehmen wir auf. Normalerweise ist der gut dabei. Ist ja Schweinefutter. Kannst gleich wieder nehmen. So. Sieht gut aus. Mist, na Mist können wir nicht haben. Kein Stroh. Na, Tatschi, wie geht's? Die Säule wollte ich aufmachen. Kontrolle. Alle gesund? Ja, was ich mir wünsche ist, dass im Grunde, wenn Season auch festkommen würde, dass die Schweine oder Tiere allgemein auf die Größe zu erkennen wäre. Das heißt, wenn sie Jungtiere sind, dann sollten sie ein bisschen kleiner sein. So, soweit ist alles sauber. Milchhof hat fehlt den, der fehlt nichts. Das passt mit der Station. Erstmal. Entschuldigung. Wir werden mal sehen. Hier 0,7, 0,7, 0,8. Schweinestall. 0,3. 0,3. 0,3. Also kriegen alle Regeln her. Das heißt. 0,3 heißt ein Jahr, Vierteljahr im Prinzip. Brauchen wir einen zweiten Stall für die Jungschweine. Der Hänger war mit Schweinefutter. Dann werden wir gleich einen anderen Hänger nehmen. Entschuldigung. Für Entschuldigung. Migration. Dann können wir gleich den Rest noch geben. Ich hab die nachher. Dann haben wir zwei Tage Ruhe. Wenn der Troch voll ist, ist er voll, ne? Dann können wir noch die Paletten zurückholen, die Ballen Richtung Hof. Aber die würden noch gern. Wir hätten gedacht, dass nicht alles eingeht. Macht aber nichts. Stellen wir auch draußen hin. Erstmal. So. Dann nehmen wir auch einen zweiten LKW und bringen uns mal die Lade zum Hof. War da was, ne? Ja, wenn wir gleich fertig machen, ist fertig, ne? Gut. Schauen wir zum Hof und dann können wir die immer abstellen.
Am besten da, wo sie nicht hören. Schön laufen lassen. Leichten Sprung. Oh. Nicht gut für die Federn. Für meinen Rücken. Müssen noch die anderen Dinge wegfahren. Naja, schau mal. Ja, wo stelle ich die am besten hin? Ich brauche die ja gleich wieder für... sobald die gegärt sind, müssen die ja im Prinzip ins Lager. Ich weiß aktuell nicht. Aber ich brauche einen Anhänger. Auch den Anhänger für Paletten, ein bisschen Geld verdient. Hier vorne ist ein guter Platz. Hier rechts ran ist perfekt. So. Da stehen sie gut. Da, dort, hoch, runter, nach hinten. Noch höher, ja. So, da reicht's. Ich brauche keinen Stapel machen. So, jetzt gehen wir Richtung Sägewerk. Und holen die Paletten ab. Dann laden die mal auf und dann werden wir sie verkaufen können. Wir wollen ein bisschen Geld verdienen. Nicht so viele Schulden haben. Müssten wir nur den Aufnahmelademodus ändern auf Paletten. Das heißt, Y drücken. Entschuldigung. So. Dicht dran? Ne, das ist okay. Das sind keine Paletten. Holzpaletten, ne? Das ist verkehrt. Eierkarton. Paletts. Oh. Wahnsinn. Gut, dann wollen wir mal schauen, ob da noch einige drin sind. Oh, bist du fett. Passe nicht durch, ist doch gerade. Musste auf die E. Ja, passen drin. So. Öffnungsmenü, Menü R. Holz. Hacktänze. Palette. Maximum 8 Stück. Und raus. Und zurück. Schon voll. Super. So. C. Und X. Klappe zu. Und auf. Aha. So, was haben wir jetzt? Menü. Gucken wir mal, wo wir verkaufen können. Ja. Ist das nicht. Futter, Gras. Schöne Symbole hat man ja schon, Leerpalette. Ja,
Leerpalette. Zum Baumarkt. Auch immerhin, ne? Wo ist der Baumarkt? Links. Stück. Ich kann ein bisschen Geld verdienen. So, kann man ein bisschen Schulden zurückzahlen. Gleich mal erledigen. Dann kann man ja genau sehen, was wir gekriegt haben. Jedenfalls grob. So, Gas geben. So, liebe Zuschauer, was wir denn an Geld kriegen, das sehen wir morgen. Jetzt fahren wir hin. Dann seid mal schön und winke winke. Ciao, ciao. Man hört uns sicher vielleicht morgen, ne? Tschüss.